Bin ja mal sehr gespannt, wen ihr uns jetzt vorsetzt. Komm, schlimmer als Herr Dr. Ruthard Langer kann sie nicht sein. Stimmt. Meine Herren, bitte setzen Sie sich wieder. Wir haben viel zu tun. Prinz Werfried, mach Sitz. So ist brav. Wie Sie wissen, bin ich von der Zentrale als neue Bereichsleiterin hier in Frankfurt eingesetzt worden. Was Sie allerdings nicht wissen konnten, ist, dass ich über ein kleines Handicap verfüge. Ich höre nicht so gut. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Nur weil ich Sie nicht so gut höre, heißt das noch lange nicht, dass ich Sie nicht verstehe. Ich nehme alles zurück. Das habe ich mitbekommen. Wie ist Ihr Name? Christian Gut, aber ich habe gar nichts gesagt. Mit Ihnen habe ich ja gar nicht geredet. Sie meine ich. Ich meine dich. Ich? Natürlich Sie. Auf wen zeige ich denn? Ihr Name? Jens Borowski. So, Frau Schawinski. Damit das mal ganz klar ist. Ich mag zwar schwerhörig sein, aber ich bin nicht dumm. Da können Sie gerne Ihre Stimme verstellen, aber ich weiß ganz genau, wer hier was macht. Ja. Ja, das ist mir natürlich klar. Da ich wegen meiner Behinderung ab und an auf Unterstützung angewiesen bin, habe ich einen persönlichen Assistenten eingestellt. Wenn ich ihn jetzt gleich hereinrufe, dann würde ich Sie jetzt schon bitten, jede Bemerkung zu unterlassen und ihn ganz normal zu behandeln. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Ja. Ja, klar. Ja. Wie schön. Herr Eisenschmidt, kommen Sie doch bitte kurz in den Konferenzraum. Meine Herren, das ist Herr Eisenschmidt. Guten Tag. Ja, ja, jetzt sind Sie baff. Schade, dass ich jetzt nicht hören kann, was Sie für Gesichter machen. Sie machen doch komische Gesichter, oder? Ja. 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 Mhm. Und zu Recht, denn inzwischen ist Ihnen sicher aufgefallen, unser Herr Eisenschmidt ist unsichtbar. Oder haben Sie das etwa gar nicht bemerkt? Na, doch, doch. Ja. Obwohl er neben mir steht, kann ich durch ihn hindurchgreifen. Und wenn ich mein Glas auf seinen Kopf stelle, fällt es durch ihn hindurch. Ja, so ist das nun mal mit Unsichtbaren. Und genau deswegen habe ich ihn eingestellt. Er wird Sie nämlich Tag und Nacht beobachten, ohne dass Sie es merken. Noch Fragen? Also keine Fragen. Gut, dann würde ich vorschlagen, Sie gehen jetzt wieder an die Arbeit und Herr Eisenschmidt wird dabei ein Auge auf Sie werfen. Ich gehe mal kurz mit Prinz Fairfried in den Park und werde ein paar Stöckchen werfen. Also, bis später. Okay, die Irre ist erstmal beschäftigt. Ich würde sagen, wir machen Mittag, oder?